Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Und zwar basteln wir jetzt den Tischkalender. Und da habe ich ja gesagt, ich möchte den Cardstock von der Janine testen. Dazu benötige ich jetzt einen Bogen in Schwarz, weil wir machen jetzt weiter mit dem Day by Day von Mintai. Also wir brauchen Farbkarton, wir brauchen DSP, wir brauchen Deko. Ich habe halt schon mal was ausgeschnitten, mal gucken, wie es aussieht. Die Kalender und ein Stück Graupappe und ein Brett. So, wir fangen an und schneiden uns schon mal die Schublade zurecht. Die hat ein Maß von 17,8. Mal 17,8. Das falzen wir jetzt auch gleich. Und zwar ringsherum bei 1,9. Und bei 3,9. Ups. So, das sieht dann jetzt praktisch so aus. Dann müssen wir jetzt schneiden. Und zwar schneiden wir jetzt das komplett weg. Da, wo die Kreuzchen sind. Ne, aber ich falte erst noch. Ich mache das irgendwie immer lieber, wenn ich gefalzt habe. Also das reißt jetzt hier tatsächlich nicht. Fühlt sich auch schön in der Hand an. Lässt sich sehr schön falzen. Ja, mal gucken. Gut, dann schneiden wir das jetzt erstmal weg. Das machen wir jetzt ringsrum. Na. So, jetzt müssen wir noch die Klebelaschen machen. Dazu müssen wir aber natürlich diese vier Ecken auch noch wegschneiden. Da, wo die Kreuzchen wieder sind. Da schneiden wir uns weg. Und dann schneiden wir dann hier gleich wieder ein. Und schrägen das gleich an. Das machen wir jetzt auch wieder auf allen vier Seiten.
wegschneiden. Einschneiden. Anschrägen. Entschuldigung, jetzt sieht das Ganze so aus. Ich kürze mir jetzt noch mal die Klebelaschen, weil vielleicht klappt das dann jetzt besser. Das ist ja dann so hier, ne? So ist dann ja das da. Ach, wie soll ich denn das sagen? Hier festgeklebt und die Schublade, die eckt da an der Klebelasche. Und dann geht das nicht richtig zu. Jetzt versuche ich das einfach mal, indem ich nochmal die Klebelaschen um die Hälfte einkürze. Vielleicht geht das dann besser. Ich teste das jetzt einfach mal. Wenn es schief geht, haben wir halt Pech. So, dann benötigen wir den Kleber. Ach, hier habe ich falsch geschnitten, aber ach, wurscht, geht auch so. Und schauen, dass das schön Kante auf Kante sitzt. Okay. Ja, bleibst du da. Gut. Und jetzt müssen wir ja noch die Laschen, die kleben wir ja jetzt nach innen. Ich dann gleich mit dem Falzbein rein. Und falz das praktisch nach. Was ich euch jetzt eben erzählt habe, war Quatsch. Das ist ja die Schublade, aber ich zeige euch das gleich nochmal. Irgendwie ist es gerade schon wieder typisch. Einfach mal geschwätzt, ne?
ohne vorher mal zu überlegen. Ja. Also hier bei der Schubladenbox braucht ihr die Klebelage nicht einkürzen. Ist aber auch nicht schlimm, wenn er es macht. Also das ist kein Weltuntergang. So, da haben wir jetzt schon mal die Schublade. Die sieht dann jetzt praktisch so aus. Gut, die stelle ich jetzt erstmal beiseite. Dann benötigen wir jetzt für das Kästchen ein Stück 22,6 cm mal 14,5. Ja, das reicht natürlich nicht. Das ist schade. Also brauchen wir noch einen Bogen. Und das wird jetzt gefalzt an der kurzen Seite links und rechts bei 2,2. Es lässt sich sehr schön falzen, der Cardstock. So, die kurze Seite. Jetzt drehen wir es rum auf die lange Seite und falzen bei 10,2. Und 12,4. Und da sollte das Ganze dann so aussehen. Ich falze jetzt nach. Und dann schneiden wir uns die Klebelasche. Da wird dann praktisch jetzt, das gibt unsere Klebelaschen, wo das Kreuz ist. Also wir schneiden ein. Und schrägen an. Schneiden. Anschrägen. So, und jetzt kürze ich hier mal die Klebelaschen. Wenn wir die ja hier so haben, wartet, dies wird ja jetzt hier festgeklebt. Und dann haben wir ja hier so ein Nupsel, so ein Übergang. Ach, man kann es so schlecht zeigen. Hier so ein Übergang. Und da kann es halt sein, dass die Schublade dann da stockt, also stoppt. Jetzt versuche ich das einfach mal einzukürzen. Vielleicht geht das dann ein wenig besser. So, Moment. So um die Hälfte mache ich das jetzt mal. Thank you.
Und dann kleben wir es fest. Ich teile jetzt hier mal den Kleber schön auf der Lasche mit dem Finger, dass überall Kleber ist. Und dann kleben wir fest. Auch hier wieder darauf achten, dass schön Kante auf Kante das Ganze sitzt. Da habe ich so einen kleinen Nupsel, den schneide ich dann gleich mal weg. Dann nehme ich jetzt das Falzbein nochmal und drücke das richtig an. Und dann hoffe ich, dass das jetzt besser geht als beim letzten Mal. So. Jetzt brauchen wir das Ganze nur noch so dann zusammenkleben. Musste ich doch erstmal überlegen, ob ich das richtig gemacht habe. So. So. Das ist jetzt praktisch das Schubladenfach. Und da gehe ich jetzt auch noch mal mit dem Falzbein rein, drücke das noch mal richtig fest an. Okay, dann will ich mal gucken, ob es klappt. Ah, seht ihr? Jetzt habe ich da wirklich schon so viel Kleber drauf gemacht und das so fest angedrückt, wie ich drücken kann. Aber das geht dann schon. Also mit der Zeit wird das dann beweglicher. So, zu. Okay, so, das wäre dann schon mal das. Dann können wir uns jetzt die EasyCard zurechtschneiden. Und zwar benötigen wir da jetzt 10,2 x 20,4. Ja, das passt, das ist gut. 20,4. Mal 10,2. Das wird jetzt gefalzt auf der langen Seite bei 10,2. Und 15,3. So, das sieht dann jetzt so aus. So, so sieht das jetzt praktisch aus. Das kommt dann hier oben drauf. Und hier kommt noch die Karte hin. Und die schneiden wir uns jetzt auch schon mal zurecht. Da brauchen wir jetzt
Ein Stück von 10,2 mal 10,2. Das wird ja dann hier drauf geklebt. Dann steht das so und dann können wir das ja so umklappen. Gut, jetzt haben wir die ganzen Basisteile geschnitten. Dann kommt jetzt das DSP. Beziehungsweise ich mache jetzt hier wieder ein Stück Graupappe rein. So, jetzt habe ich hier noch ein Stück, das habe ich bezogen. Ich glaube, das nehme ich jetzt auch, weil es ist ja gerade da. Ja, das nehmen wir. Und zwar hat das jetzt ein Maß von 9,6 mal 9,6. Ja. Also die Graupappe. Die Graupappe hat ein Maß von 9,6 mal 9,6. Und wenn das Papier dann drum ist, dann haben wir 9,7. Gut, ich klebe die jetzt fest. Mir fällt zurzeit wieder echt sehr viel aus der Hand. Okay. So, dann gucken wir, dass wir das halt schön gleichmäßig da reinlegen, dass wir überall den gleichen Abstand haben. Dann ist die Schublade sehr stabil. Jetzt benötigen wir erstmal ein Stück DSP hierfür. Für vorne. Und zwar 9,8 mal 1,8. Da schaue ich jetzt mal, was wir da Schönes nehmen. Ich habe keinen angebrochenen Bogen mehr. Da nehmen wir jetzt mal hier. Neun Komma acht mal 1,8. Insgesamt brauchen wir da 4 Stückchen, also schneiden wir die jetzt gleich. Na, jetzt. So, und in 1 machen wir ja jetzt den Brett. Da habe ich mich jetzt für den hier entschieden. Da gucke ich jetzt, dass ich so ungefähr die Mitte habe. Wir haben jetzt hier 9,8. Das machen wir mal. Ja, muss natürlich nur ein Stückchen höher. Gut. So, da kommt jetzt der Brett rein. Klebe ich den ein bisschen mit Tesafilm fest.
ich da nochmal wegradieren. Och, entschuldigt. Dappigkeit lass grüßen. Und dann können wir den jetzt hier schon mal aufkleben. So. Das kleben wir jetzt hier vorne auf. Wieder schön darauf achten, dass wir überall einen gleichen Abstand haben. Hier mache ich jetzt gerade noch mal eine Klammer hin. Stelle ich jetzt beiseite. Dann können wir jetzt das DSP auf die drei Seiten kleben, also die schmalen Streifen. Das letzte. Und dann sieht das jetzt praktisch so aus. Okay. Hier fest. So, das kommt dann wie gesagt hier oben drauf. Dann nehme ich mir jetzt die Karte. Da nehme ich jetzt zwei Mattungen. Das ist 10,2 mal 10,2. Da nehme ich jetzt 9,8 mal 9,8. Sehr schön. Die klebe ich mir jetzt hier drauf. Dass wir hier auch wieder überall den gleichen Abstand haben. Haben wir. Passt. Und jetzt möchte ich eine zweite Mattung. Da nehme ich jetzt das hier.
Dies mache ich jetzt 9,2. Ach, wartet mal, das ist ja jetzt auch gut. Ich habe den noch in klein. Den habe ich doch schon wieder vergessen. So, also 9,2. Mal 9,2. Das kommt dann hier jetzt so oben drauf. Und unten drunter kommt natürlich hier wieder Graupappe. Mal gucken, ob ich ein besseres Stück noch habe. Nee, habe ich nicht. Das können wir ganz gut nehmen. Das nehme ich, ja, das nehme ich, das nehme ich. Das klebe ich aber noch nicht auf, weil ich mir überlegt habe, wo sind die Kalender hin? Ich habe mir überlegt, wir machen das jetzt anders. Der hat ja, es hat ja leider keine Pappe, ne? Ist halt so. So. Gut, das Stück ist zu klein. Das geht. Ich möchte jetzt, ich mache hier eine Mattung mit einer Klebelasche und mache hier eine Öffnung, dass man den dann da reinstecken kann. Und dann könnte man den jedes Jahr austauschen. Das habe ich mir jetzt einfach mal überlegt. Also ich falze jetzt hier bei einem Zentimeter. Das Stück ist jetzt, Moment, ich sag's euch. Das Stück ist jetzt 7,6. 7,6. Wir könnten es auch noch. Nein, wir lassen das so. 7,6. So. Das ist jetzt 5. 5 und 7. So, dann machen wir jetzt hier 5,6, 6,6. Also. Mal schauen. Ja. Gut, wir brauchen jetzt ein Stück in der Größe 6,6 mal 7,6 und machen eine Klebelasche von einem Zentimeter. Da mache ich jetzt dann schon mal das Klebeband drauf. Kriege ich das auch gleich an. Leg mir das jetzt da drauf. Ich nehme jetzt mal die Rückseite. Mache ich jetzt so nach Augenmaß. Ich messe es jetzt nicht. Aber wir können ja nachmessen. Und markiere mir hier. Können wir ja mal nachmessen, wie mein Augenmaß ist. Ja, 1 Millimeter. Und dann schneide ich das jetzt ein. Noch nicht gut geschnitten.
Immer noch nicht gut geschnitten. Na. Jetzt, wenn es jetzt nicht geklappt hat. So. Und dann gucke ich mal, wie das aussieht. Passt. Hab natürlich das Klebeband falsch rumgeklebt. Ahaha. Ah. Okay, macht ja nichts. Wir haben ja noch. Ach da. So, jetzt brauche ich noch ein Stück Klebeband. Seid gar nicht richtig im Bild, glaube ich. Und dann klebe ich das hier oben nämlich noch mal fest. Und jetzt mache ich mir mein Kalender da drauf. Dann nehme ich jetzt auch Klebeband. Und klebt das jetzt natürlich so auf, dass wir überall den gleichen Abstand haben. Ich muss mich dafür hinstellen. So, das sieht jetzt so aus. Jetzt klappt das natürlich auf. Da werde ich jetzt Momentchen, Momentchen, Momentchen. Ich muss gerade noch schnell was holen. Wo habe ich das denn hingemacht? Da nehme ich mir jetzt mal hier einen schwarzen Mini-Brad. Jetzt sind die Anker alle nur so groß. Den schwarzen Anker. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, das können wir ruhig machen. Mache ich mir jetzt hier in einer Ecke. Markiere mir das. Und da kommt dann der Anker hin. Wo ist meine Markierung? Hier.
Ja, und jetzt habe ich euch natürlich auch Mist erzählt. Ich will doch den Kalender wieder austauschen. Dann hätte man ja gar nicht festkleben dürfen. Der soll doch austauschbar sein. Jasmin, Jasmin, Jasmin. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Da geht doch schon das Klebeband ab. Also bitte hinten nicht festkleben, wenn wir den austauschen wollen, ja? Dann nicht festkleben. Also das Klebeband geht sehr gut ab. Ich sag ja irgendwie, weiß ich nicht, war das schon mal besser, das Klebeband. Aber ich würde sagen, das mache ich dann mal in Ruhe. Und ihr macht es erst gar nicht dran. Mach das jetzt im, ich lasse es jetzt so. So, das kommt dann jetzt hier so drauf. Jetzt ist es natürlich schief, weil ich da ein bisschen rumgefriemelt habe. Ist aber ja jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt mache ich hier natürlich wieder ein bisschen Tesafilm hin. So, und dann kommt das, die Graupappe dahin, würde ich sagen. Ja, da können wir sie eng machen. So. Und jetzt können wir das aufkleben. Da dürfen wir natürlich nur das jetzt nicht mitkleben, ne? Ist klar. Also, das wird jetzt ein bisschen frickelig, weil wir ja nur hier oben diesen schmalen Streifen festkleben. Und dann hier. Wartet mal. Sitzt noch nicht richtig. Jetzt. So, und wenn wir das natürlich von innen nicht festkleben, können wir es austauschen. Das war ja eigentlich die Idee. Und der Anker hat sich verschoben. Den setze ich jetzt wieder drauf. So. Dann können wir das, upsala, jetzt hier aufkleben auf das Stück. So. Heißt, es kommt nur hier erstmal Klebstoff hin. Lege ich mir das so hin. Seid ihr im Bild? Seid ihr im Bild? Irgendwie ist die Kamera nicht gut eingestellt. Ich hoffe, ihr wart nicht so lang, weit aus, so lang aus dem Bild. Das wäre ja doof. Und klebt mir das jetzt hier direkt drauf. Ja, das passt. Und dann können wir jetzt das auch natürlich schon hier drauf kleben.
Kleber hin. Und das, wie gesagt, jetzt hier oben drauf. Das muss jetzt überall bündig sein. So, jetzt mache ich mal die Schublade kurz hier andersrum rein. Ja, und da können wir dann jetzt, weiß ich nicht, eine Schoki reinlegen. So. Okay, sieht jetzt halt ein bisschen schief aus, ne? Ich kann den jetzt auch nicht mehr verschieben, weil ich ihn ja festgeklebt habe, ich Depp. Da geht's noch ein bisschen. Ah, hat doch noch geklappt. So, jetzt brauchen wir noch hier unseren Stopper. Beziehungsweise hier kommt noch eine Mattung drauf. Da nehme ich jetzt was nehmen wir an? Wir nehmen das. 9,8 mal 9,8. Jetzt noch hier drauf. Und dann brauchen wir einen Stopper. Ich habe ja schon mal was ausgeschnitten. Ich habe gedacht, das ist eigentlich ganz cool, aber es ist zu groß. Wie sieht es aus mit den? Nee, das gefällt mir auch nicht. Da nützt es ja gar nichts, was ich hier ausgeschnitten habe. Ist ja blöd. Das ist zu klein. Wird wahrscheinlich alles nicht gut aussehen. Einmal das kaputt schneiden. Naja, wir können es ja mal testen. So. Wird bestimmt auch zu groß. Guckt mir ja nicht zu, wie ich hier ausschneide. Anders kann ich das nicht.
Okay, dann lasse ich mir jetzt mal was anderes einfallen und ich will eben mal eine kurze Pause machen. Bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Also, ich habe jetzt ganz einfach, das ist jetzt mein fertiges Stück. Hier unten werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Deko hinmachen. Ich muss aber mal gucken. Ich habe es erstmal gelassen. Ich habe mir jetzt ganz einfach hier ein Stück Graupappe zurechtgeschnitten auf 3 x 7 cm. Habe das dann mit dem schwarzen Cardstock bezogen und habe mir einen Spruch gestempelt, und zwar von Annes Stempeldesign. Da habe ich ein Jahresabo, weil ja, die Sprüche sind halt total toll, und da habe ich mich für den entschieden: Genieße den Tag, könnte morgen schlimmer kommen. Den habe ich aufgestempelt und habe den embossed mit dem Embossing-Pulver vom Action, und zwar mit dem schwarzen hier. Hoppala. Mit dem schwarzen, das ist matt. Also das glitzert nicht. Und da habe ich natürlich unten drunter auch noch ein Stück Graupappe geklebt. Und dann habe ich hier nur ein paar Blümchen hingemacht. Also wirklich nicht viel, weil ich finde, das reicht so. So würde es jetzt praktisch aussehen. Und wie gesagt, ich denke mal, hier unten setze ich noch so zwei kleine Blumen in die Ecken. Ja, dann wäre das jetzt die Anleitung gewesen zu dem Tischkalender mit Schublade. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob euch mein Video gefallen hat, ob euch die Anleitung gefallen hat. Es war wieder mal chaotisch und ich hoffe, ihr wart auch wirklich richtig im Bild. Ich muss mir die Kamera noch mal richtig einstellen. Ihr müsst mir da noch mal bitte Bescheid geben. Genau. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag heute noch. Bei uns regnet es schon wieder. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt gleich mal einen Kaffee trinken und noch ein bisschen basteln. Mal schauen. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne und kreative Zeit und bleibt gesund. Bis dahin, euer Mine Minchen.